Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von mir. Ich habe am Wochenende 4 Livestreams rausgehauen. Freitag einen, Samstag 2 und Sonntag einen. Ich streame immer so 1,5 bis 2 Stunden so um den Dreh. Und da habe ich mir jetzt mal aus diesen 4 Livestreams die besten Szenen so rausgesucht. Ein Best-of habe ich euch da zusammengeschnitten. Ist mein erstes Best-of so. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung in den Kommentaren da lasst. Ein Abo da lasst, wenn ihr neu seid. Und ein Like, also einen Daumen nach oben gibt, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ich besser machen kann. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Ich saß da bestimmt jetzt schon wieder so 8-9 Stunden dran. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch das gefällt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Viel Spaß. Ja, ich bin wirklich am Schwanken zwischen Ete und Puskas. Ete und Puskas, da, also ist für mich, klar, Ete ist aus meiner Kindheit und so. Ey, warte mal, ich komme sofort wieder. Kennt ihr die noch? Fokus hier. Bitte mach keine Faxen. Scheiße, geht nicht. Egal. Samuel Eto kommt jetzt hier hin. Ah, und wo wir gerade hier was hinstellen, was habe ich denn da gefunden? Was ist das denn? Habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Wisst ihr, was das ist? PlayStation-Aufstockung, Guthaben. Keine Ahnung. Man hat mir gesagt, dass sie irgendwie in den nächsten Tagen verlost wird oder so auf Instagram. Aber ich weiß nicht. Kann auch sein, dass ich mich da verhört habe. Muss ich mich nochmal genau informieren. Richtig geil. Samuel Eto. Ich habe da hinten noch ein paar. Ich habe da hinten in der Vitrine alle Icons drin stehen, die ich von diesen Figuren habe. Da steht ein Ballack, steht da. Da steht ein Xavi steht da, ach, keine Ahnung, wer da noch alles steht. Fernando Torres. Was wollte ich sagen? Und wen habt ihr schon so im Team? Das juckt mich ja auch. Beziehungsweise, wie viel ist euer Team so wert? Halt's Maul! Oh mein Gott! Den hätte ich ja gerne mitgenommen, ne? Den hätte ich ja gerne mitgenommen. Schade, Mann. Ich war eigentlich übel zu schnell. Nein, bin neu. Hab abonniert und geliked. Vielen Dank, mein Freund. Danke, danke. Freut mich sehr. Sammy, hast du den im Draft gehabt oder hast du... Guck mal, Zesty3 ist jetzt ein Scheich. Ehrenmann. Vielen, vielen Dank. Er fährt nicht durch. Rüdiger. Ja, das stimmt schon. Ich bin wirklich meist nur später und... Oha! Rüdiger, 10k, oha, Alter, 300k für Bale, und ich glaube schon, dass der rasieren wird in der Weekend League. Ach, in der Weekend League. In der Premier League, Weekend League, egal. Ach, soll ich euch mal von meinem Plan erzählen, was ich eigentlich hier hinten vorhatte? Hier hinten, der Boden. Ich wollte mir im Laden, kann man das so bestellen, einfach Kunstrasen verlegen, ne? Im Zimmer. Ey, wie geil wäre das denn? Stellt euch mal vor, ihr seht dann so im Hintergrund so Kunstrasen. Dann lege ich mir da noch so 3 Fußbälle hin oder so. Habe ich hier ein richtiges Fußballzimmer. Vor allem, wie schön flauschig das dann wäre. Stellt euch mal vor, ihr rennt dann so auf Kunstrasen in eurem Zimmer rum. Hört sich schon geil an, ey. So, Chris, mein Freund. Ich kann dir mal was dazu sagen. Ich hatte Tschech im Tor. Fand ich sehr schlecht. Nicht viel gehalten. Und jetzt will ich mal Van der Sar ausprobieren. Hier in der Innenverteidigung war ich eigentlich sehr zufrieden mit Ramos und Joe Gomez. Waren mir aber dann doch irgendwie ein bisschen zu langsam. Vor allem, wo ich dann Testspiel gegen Kollegen gemacht habe. Also Marcel Bameyang. Ich weiß nicht, vielleicht sagt euch der Name was. Könnt ihr auch gerne mal auf Instagram abchecken. Warte mal, ich zeige euch mal sein Instagram. Könnt ihr gerne mal abchecken. Ist auch... Top 100 Spieler gewesen, zur Sicherheit, in FIFA 20, hat da das 30-0 geholt. Gerne ein Abo und ein Follow dalassen, an die ganz treuen Fans jetzt hier. Kommentiert hier mal, schöne Grüße vom Büschi, B-U-S-C-H-I. Auf jeden Fall, wo ich dann gegen den gespielt habe, der hatte Van Dijk und Varane und die waren einfach nochmal andere Liga. Ich schwör's euch, Jungs. Heute kommt hier noch ein Van Dijk rein.
Heute kommt hier gleich noch ein Snipe rein und dann bin ich da. Man muss einfach auf diese eine Sekunde lauern. Und dann sind wir da. Dann schlagen wir zu. Das ist wie... Habe ich jetzt einen guten Vergleich? Das ist wie... Wie eine Robbenjagd von einem weißen Hai. Der umkreist die ganze Zeit, verfolgt die ein bisschen ganz still. Und irgendwann ist die Robbe so weit an der Wasseroberfläche, wo er hochspringen kann und die Robbe... Wie nennt man das? Die Robbe... Da ist er! Oh, da war die Robbe. Aber der Hai hat daneben gegriffen. Der Hai hat daneben gegriffen. Ja. Das kostet natürlich dann Kraft, ne? Wieder so ein guter Vergleich von mir. Once to watch pack. Wen hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne Werner. Und Ake vielleicht. Aber egal, ich lass mich mal überraschen. Womit mache ich das Pack auf? Hier, für die, die neu dabei sind. Der kommt bald in mein Team. Das ist Samuel Eto. Und der macht jetzt mein Pack auf. Samuel, mit deiner Hand. Samuel Eto. Mal gucken, wen er uns bringt. Boah, geile Funken. Nein! B, Junge! Ja, Mann, Alter! Übel krass. Ich wollte ihn eigentlich nicht haben, aber jetzt, wo er da ist, da feiert man den doch. Erstmal ein Picture machen. Moin, good luck. Danke, Nino. Bale ist übelst gut. Vor allem wird er, denke ich, auch hochgehen. Weil, denke ich mal, bei Tottenham vielleicht wieder zu alter Stärke finden wird. Vielleicht auch mal öfter spielt als bei Real. Bale übel gut. Oder nicht? Da hätte auch Ødegaard oder... Ja, wer hätte noch drin sein können? Irgendein anderer, keine Ahnung. Aber Bale? Finde ich jetzt nicht schlecht, ne? Erstmal ein Bild machen. So, seltene Megapack. Könnt ihr ja vielleicht auch mal gönnen. Das ist noch tradable. Letztes tradable Pack. Vielen Dank für nichts. Obwohl. Orsic Inform. Den nehme ich dann mit. Oh, Alexandro noch dahinter, okay. Gutes Pack. Alles klar, sage ich nicht. 20k. Wen hatten wir hier noch? Mbabu. Sehr gut. 15k nochmal. 35k insgesamt. Gutes Pack. Bin ich zufrieden. Und Orsic. Auch nochmal 11k. Sind wir bei 46k, ne? Gutes Pack. 100k Packs, zwei Stück, meine ersten beiden 100k Packs in FIFA 21. Es ist Ronaldinho. Mit seiner rechten, nee, mit seiner linken Hand macht er mir das Pack auf. Eins oder zwei, Ronaldinho? Ja, okay, er hat mir gesagt, er will das zweite. Er will das zweite, Ronaldinho, El Maestro Gaucho. Komm, wir gucken zusammen, Junge. Walkout! Bitte, 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 bitte! Ja, Deutschland, ZTV, Hummels, Halstenberg, Inform. Habe ich überhaupt, ich weiß nicht, wo man Informs erkennt. Ich weiß nicht, wie man Informs erkennt, ne? Dieses Jahr, keine Ahnung, habe ich keinen Plan bis jetzt. Aber das finde ich noch ein bisschen lustiger. Ich weiß ja auch nicht, wie man Icons erkennt und so. Naja, vielleicht ist ja noch was Schönes hinter. Halstenberg, SPC-Futter. Komisch, dass ich immer die Informs ziehe, die gegen Schalke in Inform bekommen. Ja, Conmebol, Libertadores, Joe Felix. Ja, warum kann ich den nicht trade beziehen? Sowas meine ich. Den spiele ich niemals, ey. Deswegen hätte ich den gerne in Tradable gehabt. Guck mal. Zweites 100k-Pack. Samuel, du hast es gestern auch gemacht. Du hast keinen Druck. Okay, ein bisschen Druck hast du. Aber du bleibst hier sowieso erstmal auf dem Schreibtisch. Das hast du dir verdient. Samuel, mach mich stolz. Komm, Samuel, bitte. Ich stell dich wieder hier hin. Samuel, Walkout! Samuel zieht nach. Komm, Junge! Oh nein! Och, Junge! Oh, immerhin 87 kann man den SPCs einbauen. Wie wäre der wert gewesen? Ja, gar nichts. Ach, aber ich habe Virgil hinten, ne? Was habe ich denn für ein Delay? Alter! Ey, ich kann nichts machen. Oh mein Gott! Was ist denn los heute? Guck mal, wo Van Dijk hinrennt. Macht keinen Bock. Guckt mal bitte auf Van Dijk, Alter, wo der hinrennt.
Okay, ich glaube, jetzt geht's. Ohne Delay. Ne, doch nicht. Hätte ich mal nichts gesagt. Alter, ist das schlimm. So, mal gucken, ob Kopfbälle OP sind. Ne, schade. Guck mal, wo Van Dijk wieder hinläuft. Ins Aus da hinten. Oh, es macht so keinen Spaß, ne? Wenn man. Guck mal, mein Linksverteidiger. Scheiße. Alter. Mein Linksverteidiger, Robertson. Was ging denn mit ihm ab? Oh mein Gott. Ey, wie schlimm, Alter. Guck mal, wo rennt der hin? Mein Innenverteidiger. Ich bin nach vorne gelaufen, ey. Oh. Schlimm. Guck mal, Messi, geh doch mal. Ja, das will ich von dir sehen. Die tiefen Läufe. Und dann spielst du den Ball. Und da ist Kylian. Oh. Elfmeter. Sehe ich genauso. Klar. Und rot, Herr Schiedsrichter. Da gibt's überhaupt nichts zu überlegen. Ja, Ermahnung. Ist auch okay. Hauptsache, ich mach den jetzt. Ja, mach da ruhig deine Faxen. Komm, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Vamos! Hier kommt auch wieder nichts. Oha, sieht so schön aus. Sieht so schön. Ach, ein Runs to Watch, Alter. Oh mein Gott, ich hab's überhaupt nicht bemerkt, ne? Alter, war das lost jetzt von mir. Oh mein Gott. Junge. Ich dachte nur, was leuchtet da so rot? Ach so, ja, mach ich gleich. Alter, Hakimi, nimm ich mit, ne? Nimm ich sehr gerne mit. Oh mein Gott, ich hab's überhaupt nicht gepeilt, ne? Ich würde es noch nicht mal sehen, wenn eine Icon kommen würde. Ich würde zwar Walkout sehen, aber ich würde keine Icon erkennen. 30k nimmt man sehr gerne mit, der schmeckt doch. Gut. Oh, Sissoko! Ey, Junge, sehe ich heute überhaupt noch irgendwas in meinem Schädel? Lol. Einfach Sissoko noch, ne? Mittendrin, 40k. Das war ja so eine Lost-the-Pack-Reaktion. Heftig. An der Web-App zu snipen ist nochmal was ganz anderes, aber ich hab's euch gesagt. Verdammte Axt. Schön, dass ich euch das jetzt beweisen kann hier. Ich krieg keinen. Oh, ich hab mir so wehgetan an meinem Handgelenk. Scheiße. Bin da letztens draufgefallen. Oh. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen jetzt. Aber das ärgert einen auch. Kein Handspiel auf jeden Fall. Gute Sache, Herr Schiedsrichter. Guck mal, Alan Saint-Maximin. Guck dir das mal an. So, Freunde, das war's mit dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne eine Bewertung da, einen Kommentar und ein Abo, falls ihr neu seid. Checkt Instagram aus, da habe ich noch ein Gewinnspiel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder. Da kommt das 5 Tipps, um in FIFA 21 besser zu werden Video. Also Dienstag oder Mittwoch muss ich gucken, wie ich das schaffe. Und ich würde sagen, haut rein und ciao.